In Afghanistan ist meines Erachtens der Kampf verloren. Egal, was das Ergebnis sein wird und wann das Ergebnis denn klar ist, es wird nicht dem entsprechen, was sich unsere Regierung vorgestellt hat und nicht dem entsprechen, was die Amerikaner sich einmal vorgestellt haben. Die Taliban sind da, sie sind in ungeheurer Stärke da und irgendwann wird der Punkt kommen, an dem auch die USA das werden akzeptieren müssen, ganz einfach, weil sie nicht mehr, entweder nicht mehr die politische Kraft haben, oder auch, also zumindest den politischen Willen, sich da durchzusetzen.